kennst dieses rechteckige Gerät noch, was in vielen Wohnzimmern immer noch steht. Wann hast du das letzte Mal Fernsehen geschaut? Also jetzt bewusst? Ganz ehrlich, vor 5 oder 10 Jahren, also klassisches TV. Ich habe zwar zu Hause wirklich alles an technischen Geräten, von Drohnen, Virtual Reality, Augmented Reality, Amazon Alexa in jedem Zimmer. Tatsächlich habe ich aber keinen normalen Fernseher, weil ich eben dann alles vielleicht on demand über Netflix oder YouTube oder so konsumiere, aber tatsächlich eben kein normales lineares Fernsehen mehr. Und ich glaube, die Sehgewohnheiten der Menschen verändern sich gerade extrem, was auch mit der Aufmerksamkeitsspanne zu tun hat. Und gerade junge Leute, die sagen sogar, das 10-Minuten-YouTube-Video ist mir schon zu lang. Ich schaue nur noch Sachen auf meinem Handy an. So 10 bis 30 Sekunden ist für die eine gute Länge. Das heißt, das klassische lineare Fernsehen ist tot, es weiß es nur noch nicht. Genau, da gibt es natürlich viel Diskussion in der Medienbranche drüber. Ich glaube, es gibt nach wie vor Zielgruppen, die sehr viel und gerne TV schauen. Aber gerade für junge Leute ist natürlich ja zunehmend irrelevant. Und das ist natürlich auch die Frage der Werbebranche und der Werbekunden. Wo erreiche ich eben noch meine Zielgruppe? Denn unsere Medienindustrie basiert ja immer darauf, dass wir sagen, viele Leute gucken dazu. Und dafür verkaufen wir quasi diese Eyeballs eben an die Werbeindustrie. Jetzt haben wir zwei Entwicklungen. Das eine ist eben, immer weniger Leute konsumieren klassische Medien. Und die Leute, die halt das Geld haben oder eben auch keine Werbung sehen wollen, die sagen einfach, nee, ich hole mir irgendwelche Premium-Angebote, wo es keine Werbung gibt. Ob das Spotify ist, ob das Netflix ist, ob das YouTube Premium ist oder irgendwelche speziellen bezahlten Blogs, die sagen einfach, ich gehe aus dem Thema Werbung komplett raus. Ich würde es einfach immer nur am Alter der User eben festmachen, ja? Dass du halt wirklich sagen kannst, okay, die Generation Y, also die Leute, die heute zwischen, weiß nicht, 25 und 35 Jahre alt sind, die haben eben angefangen, das Kabel durchzuschneiden, das sogenannte Cord-Cutting. Cord-Cutting bedeutet ja, ich habe früher mal Kabelfernsehen geschaut und mache es jetzt nicht mehr. Interessanter ist die Generation Z, das sind nämlich keine Cord-Cutter, sondern die Cord-Nevers. Die hatten das noch nie. Den kannst du irgendwie ankommen und sagen, ja, guck mal, hier ist lineares Fernsehen. Und die sagen, ja, was ist denn das, ja? Genauso wie wenn du denen jetzt eine Diskette zeigen würdest. Und das ist, glaube ich, das Spannende, dass Leute in unserer Generation, wir können noch ganz viel darüber diskutieren, finden wir normales Fernsehen besser als das neue Fernsehen, finden wir Online-Shopping besser als stationäres Einkaufen und so weiter und so fort. Und ich glaube, für neue Generationen stellt sich eben diese ganze Frage überhaupt nicht mehr.